Herzlich willkommen zu Fun & Drive, dem Automagazin mit Weitwinkeloptik. Denn wir gehen heute mal wieder in die Randbereiche. Was ist eigentlich so faszinierend an der Mobilität? Und zwar in jeder Form. Schon sprachlich erzeugen viele Begriffe der Ortsveränderung die Vorstellung von Erfolg. Menschen wollen etwas bewegen, vorankommen und hoch hinaus. Wir haben solche Bewegungsspezialisten begleitet und waren erstaunt, dass ausgerechnet Mobilitätsprofis gleichzeitig mit dem Beharrungsprinzip zu tun haben. Nicht alle kleinen Jungs wollen Feuerwehrmann oder Pilot werden. Viele träumen von ganz großen Lastern und Baggern. The difference between men and boys is the size of their toys. Im Deutschen etwa, den Unterschied zwischen Knabe und Mann sieht man der Größe seines Spielzeugs an. Hier gilt nicht kleckern, sondern klotzen. Klingt irgendwie nach den perfekten Zutaten für die Berufswahl im Sandkasten. Mein Traumberuf. Boah. Früher war ich mal Fernfahrer gewesen, das stimmt schon. Ganz kleiner Junge. Einfach weg? Einfach weg. Mein Onkel war Fernfahrer und ich wollte auch mal Fernfahrer werden. Wenn man früher mal geguckt hat, die Serie Auf Achse mit Manfred Krug, das war eine Kindheitsserie mal gewesen, und da wurde mal die schöne, weite Welt gezeigt. Und die gibt es leider nicht mehr, weil es ja alles heutzutage mit Stress, Hektik und Termindruck zu tun. Damit sind wir in der Erwachsenenwelt angekommen, wo nicht nur das Leben, sondern auch der LKW schwerer ist. Der Hersteller MAN gehört übrigens mehrheitlich zur Nutzfahrzeugsparte von VW. Stellt man sich da nicht eher einen Volkslastwagen vor? Na, dieser Kran nicht. Der ist eine spezielle Sonderanfertigung, extra auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Wir sind in der Lage, damit vertikal sowie horizontal zu rund 20 Meter und da noch bis zu 4 Tonnen Tresore oder auch Maschinen ins Gebäude reinzuheben. Dabei geht es nicht nur um die Kraft der Technik, sondern auch die Flexibilität. Hier werden bei einem Umzug sehr massive Druckerbänke umgesetzt. Wo gewaltige Massen in Bewegung kommen, können sie ebenso gewaltige Schäden anrichten. Da lässt man besser die Profis ran, denn solche speziellen Transportaufgaben sind nun wirklich kein Kinderspiel mehr. Auch wenn das so lässig aussieht wie eine Runde PlayStation. Bei solchen Transporten ist die Welt jeden Tag anders und teilweise auch verrückt. Während seit Jahrzehnten versucht wird, den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu bringen, muss hier ein Schienenfahrzeug auf den Truck gesetzt werden. Zwei Kräne, zwei LKWs und ein U-Bahn-Waggon tanzen Ballett auf einem Berliner Hinterhof. Aber die Millimeterarbeit kommt ins Stocken. Wir legen bloß hinten anders, damit ich vorne mehr Druck kriege. Weil vorne ist mir zu wenig Druck auf der Gabel. Wie bei anderen Berufen mit schwerwiegender Verantwortung darf sich nicht eine Sekunde Nachlässigkeit einschleichen. Auch wenn das natürlich nur ein 1:1 Modell einer U-Bahn ist, bleibt es trotzdem ein Schwergewicht. Auch der nächste Job ist nicht alltäglich. Bis zum Gewächshaus im Berliner Tierpark ist es tatsächlich eine idyllische Fahrt ins Grüne. Alljährlich müssen hier riesige Palmen aus dem Winterquartier wieder auf ihre öffentlichen Stellplätze gebracht werden. Die Zugmaschine für den Tieflader ist allerdings ohne jede Beschriftung. Solche spektakulären Arbeiten ziehen doch immer die Blicke auf sich. Ist das nicht falsche Bescheidenheit für ein Transportunternehmen? Nee, wir sind nicht nur Dienstleister für Spezialtransporte. Wir sind selber Tresorhersteller hier in Berlin. Das schon in dritter Generation. Zu unserem Aufgabengebiet gehört nicht nur der Tresorbau, auch der Service, Tresoröffnung, Tresorreparaturen. Bei uns sind Sie mit Sicherheit gut beraten. Gemeint ist, damit lässt sich auch mal relativ unauffällig ein Safe anliefern, ebenso neutral verpackt. Denn hauptsächlich werden in diesem Unternehmen Tresore aus eigener Herstellung transportiert. Nur zum Vergleich, eine Waschmaschine wiegt zwischen 50 und 100 Kilo, solche Tresore zwischen einer halben und 4 Tonnen. Schwerer LKW, schwere Last, ein Beruf für schwere Jungs? Nicht unbedingt, man braucht auch Köpfchen. Weil viele Sachen halt mit Überlegung passieren, wenn es schwere Sachen gibt. Man kann nicht mit der groben Brechstange irgendwie loshantieren. Man muss ein bisschen nachdenken, was passiert.
Und dann beginnt wieder diese filigrane Annäherung, schon in den Straßen einer Villengegend. Während der Ausleger montiert wird und quasi eine Generalprobe abläuft, ergibt sich ein Gespräch mit dem Kunden über das Thema kaufmännische und gefühlte Sicherheit. In Zeiten zunehmender Verunsicherung durch die Einbrüche, Wohnungseinbrüche, Häusereinbrüche, halte ich es für sehr sinnvoll, für das subjektive Sicherheitsbedürfnis, da der Staat sich doch hier und da aus seinen offiziellen Aufgaben so ein bisschen zu verabschieden scheint, für Sicherheit zu sorgen. Und insofern ist ein Tresor aus meiner Sicht eine sehr gute Investition. Nun ist es ja keinesfalls so, dass der Staat gar nichts mehr macht. Wo ständig Steuer-CDs mit gestohlenen Daten verhökert werden, wo das Bankgeheimnis zum Auslaufmodell erklärt wird, wo digitale Datenströme jede Transaktion nachvollziehbar machen, da wird es immer wichtiger, dass man Dinge auch für sich behalten kann. Die Profis kennen das Problem. Wir wissen ja aus der Statistik, dass alle 4 Minuten irgendwo in Deutschland eingebrochen oder irgendetwas gestohlen wird. Außerdem brennt in dieser kurzen Zeitspanne auch noch rundherum irgendwo ein Gebäude ab, eine Fabrik oder ein Privathaus. Wenn man weiß, was dabei verloren geht, das sind immense Wirtschaftsgüter und im Besonderen die Dinge, die einem lieb und wert sind. Der Tresor in der Berliner Wohnung steht inzwischen fast an seinem Platz und wirkt schon nach ein paar Minuten beruhigend. Also doch nicht nur eine kaufmännische Entscheidung? In erster Linie ist es was fürs Gefühl. Buchhalterisch sind die Dinge im Regelfall natürlich in den entsprechenden Banken untergebracht. Aber es gibt auch Unterlagen, die jetzt Geschäftsunterlagen betreffen, die nicht jeder in die Hände bekommen sollte im Rahmen eines Einbruchs, eines hoffentlich nicht stattfindenden. Und natürlich geht es darum, gut schlafen zu können. Ein reines Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, sagte man früher. Heute gilt leider, aber der Tresor kommt noch davor. Die Transportspezialisten sind auf dem Weg zum nächsten Job. Wenn nun auch eine halbe Tonne leichter. Ist das auch leichter beim Fahren? Na, der LKW hat ein Leergewicht von knappe oder von guter 22 Tonnen. Aha. Spaß macht in Berlin ungefähr der Stadtverkehr nicht mehr. Es gibt genug Verkehr hier. Radfahrer, Pkw-Fahrer, alles. Jeder will der Erste oder der Schnellste sein und da hat man schon ein bisschen Spaß zu fahren. Was bleibt, sind aber diese Momente von Abenteuer und Freiheit, wenn es mal wieder rausgeht auf die Straße und dieses Gefühl, in einem der letzten wirklichen Männerberufe zu arbeiten. Natürlich gibt es in vielen Berufen Romantisierung, wobei der Bereich der Mobilität eine besondere Faszination ausstrahlt. Man nehme nur den Mythos von Rennwagen und Rallyefahrern. In unserem nächsten Beitrag geht es um eine Rekordfahrt, bei der man sehr schnell disqualifiziert werden kann. Nicht wegen Dopings oder falscher Anbauteile, sondern beim Verstoß gegen die StVO. Trotz Geschwindigkeitsbeschränkungen. Bei seinem einzigen Stopp in Deutschland liegen Rainer Zietle und sein Team 2 Stunden vor dem eigenen Zeitplan. An der Raststätte Seeberg vor den Toren Berlins tanken sie ihren Touareg, ausgestattet mit 2 Reservetanks, wieder voll. Ihr Ziel: vom nördlichsten Punkt Europas bis zum südlichsten Punkt Afrikas. Anders gesagt, vom Nordkap bis zum Kap Agulhas. 17.500 Kilometer und das Ganze in 10 Tagen. Es ist immer so eine Frage, die man auch einem Bergsteiger stellt, warum auf 8000 Meter, warum sich in diese Todesstunde begeben. Es ist einfach, der Rekord ist da, das Auto ist da, das Auto bietet die Emotion und ich möchte halt gerne die Rekorde mit meinem Team aufstellen. Die Herausforderungen der Weltrekordfahrt, die unterschiedlichen Straßenbeläge und Klimabedingungen. In Norwegen erwartet sie beim Start Eis und Schnee, in Afrika die sogenannte Road of Hell durch Kenia. Für das Auto und besonders die Reifen eine enorme Belastung. Reifen spielen eine sehr große Rolle bei diesem Projekt. Wir wollen mit einem Satz fahren und haben noch 2 Zusatzreifen dabei. Das muss reichen. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Die sind sehr gut im Schnee. Wir haben schon getestet, oben wo Schnee war. Sind auch sehr stabil von der Kante her unten über den Vulkanstein im Road of Hell. Also ich denke, wir kommen mit einem Satz durch. Die Road of Hell passieren sie noch ohne Probleme. Doch in Tansania passiert es dann. Nach 6 Tagen auf Kurs beendet ein unverschuldeter Unfall ihre Weltrekordträume. Zum Glück kommt niemand zu Schaden. An eine Weiterfahrt ist aber vorerst nicht mehr zu denken. Doch wer Rainer Zietlow kennt, weiß, er wird schon bald wieder auf der Straße sein, um dem Rekord hinterherzujagen.
Wenn Sie nun glauben, nicht weiterkommen sei doch wirklich keine dynamische Story, dann verblüffen wir Sie jetzt mit der völligen Auflösung des Unterschiedes zwischen Bewegung und Stillstand. Auch wenn es sich um eine PR-Aktion handelt, so hat die Idee doch etwas Analytisches für die Wechselbeziehungen zwischen Vorwärtskommen und Warten. Niemand mag das Warten. Das macht Ampeln zu den gefährlichsten Punkten für Fußgänger in der Stadt. Aber wie wär's, wenn wir das Warten unterhaltsamer machten? Wir stellen vor, das tanzende Ampellicht. People are born to live their lives. I'm born to dance. Want me to work like a dog in a full-time job? Haha, I'm born to dance. Don't wear no coat, no tie, no shirt, and even no pants. I'm born to dance. You shaking your head? Well, I'll be shaking my ass, 'cause I'm born to dance. I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, girl. Do you wanna shake it? Jeder Tanz kam in Echtzeit auf die Ampel. Watch me dance now. Ergebnis? 81% mehr Leute blieben bei Rot stehen. Und sie hatten dabei sogar noch Spaß. Der ist aber stehen geblieben. Muss also nicht zwingend negativ sein. Es sei an dieser Stelle an den alten Scherz erinnert, der damals über den real existierenden Sozialismus gemacht wurde. Früher standen wir einen Meter vor dem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Wichtig ist die gesunde Mischung aus Stillstand und Fortschritt. In jedem Fitnessstudio wird auch nur auf der Stelle getreten. Das aber mit Fun and Drive. Bis zum nächsten Mal.